So, das ist jetzt der nächste Nachteil. Es ist natürlich Nacht und kalt. Ich habe natürlich, glaube ich, noch keine Rüstung, die ich bauen kann. Wobei ich das gerade gar nicht genau weiß, ob ich das lernen muss oder ob man das einfach schon kann. Die hält zumindest schon mal ein bisschen warm. Nein, das kann ich nicht. Werde das jetzt aber mal gleich in Erwägung ziehen, das zu lernen. Die Stoffkleidung. Und werde das nicht bauen, weil ich keinen Stoff habe. Das heißt, ich muss auch erst die Stoffproduktion lernen. Ah, das habe ich natürlich aber noch verpeilt, ist ja klar. Da gibt es die Stoffproduktion. Wie viel brauche ich? Ich brauche 2 Stoff, das heißt, die baue ich mal. Würde jetzt, natürlich könnte man das jetzt auch an einen Pal outsourcen, aber die Schafen halt gerade, siehst du ja, das Schaf links vorne, neben meiner Erfrierungsanzeige, hat Probleme. Weil es kein Bett hat. Das schläft dann halt einfach da, wo es steht, geht, arbeitet, was auch immer. Ändern wir aber auch gleich. Das geht gleich weiter. Wir müssen jetzt erstmal die Stoffkleidung bauen. Das dauert einen kleinen Moment, weil wir halt einfach sehr langsam sind in den meisten Dingen. So, die hat er jetzt auch an. Jetzt friert er schon nicht mehr. Jetzt wäre natürlich toll, wenn ich... Achso, Moment, ich muss ja noch weitere Technologien erforschen, um die Sache überhaupt machen zu können. Wir erforschen schon mal das Holzbauset und den Handwerkstisch zum Reparieren. So, dann drücken wir B und gehen hier auf Bau und bauen erstmal ein Holzfundament. Ich würde das gerne über die Steine bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Normalfall geht. Ich habe dafür einen Mod installiert, weil, naja, das hier ist halt so eine etwas sinnlose Stelle. So, und jetzt siehst du ja rechts beim Baumenü, also unter dem Holzfundament, wie viel Material das braucht. Und wie man was baut. Wenn du jetzt die linke Maustaste drückst, baust du ein Teil, also circa so. Da musst du immer wieder ins Menü klicken, was ja sehr umständlich ist. Also machen wir das so, dass wir dann jetzt die rechte Maustaste drücken. Und dann hast du das Fundament immer noch im Inventar ausgewählt. Und dann kannst du halt auch noch ein zweites bauen und ein drittes. Und weil ich das ganz gern mag, bauen wir hinten auch noch 2 dran und dann sind wir erstmal fertig, dann verlassen wir das. Dann gehen wir hier und bauen uns da hinten schön 2 Fenster hin. Und zwar so. Da kommt die Tür hin, dann machen wir da noch ein Fenster. Dann bauen wir hier schon mal die Tür, da brauchen wir aber nur eine. Und dann können wir hier eine Holzwand hinstellen und auf die Seite machen wir da mal... Das noch so. Jetzt können wir schon mal den Raum verlassen. Es ist aber immer noch kein überdachtes Haus, also für ein Bett wird es nicht reichen. Also wähle ich mal hier die Dinger aus und baue die, damit das Dach dann auch, und das mit dem Dach ist gleich dann eine ganz heiße Sache. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Ich kann ein Dach nur auf eine Art bauen. Und zwar hast du jetzt hier das Dach. Ich kann das nur in dem erstmal, also ich würde es ja einfach jetzt hier oben dran tun, aber das funktioniert so nicht. Ich mache das jetzt so und dann klappt das. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber ist ja auch Early Access, ist also kein Problem. Man macht es halt so. Aber so funktioniert es. So. Jetzt kann man das entweder so lassen, wenn man das schön findet. Dann hat man hier an der Seite. Ich finde, das sieht ein bisschen sehr lang aus. Es ist nicht so mein Geschmack, aber gut. Man kann es ja auch dran lassen. Wenn du dann C drückst, kannst du das halt abreißen und dann kriegst du halt auch einen Teil des Materials wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob man alles wieder kriegt. Bei manchen Sachen sicherlich nicht, könnte ich mir vorstellen. Jetzt brauchen wir noch eine Treppe. Und dann haben wir jetzt unser Haus gebaut. Ich habe natürlich jetzt immer noch kein Bett. Das habe ich noch nicht gelernt. Warum renne ich denn dafür los? Ich muss doch gar nicht losrennen. Ich musste einfach das miese Bett lernen. Dann können wir eigentlich auch nochmal den Bogen und den Pfeil lernen, weil das ist für Pals angreifen und eintüten deutlich leichter. So, jetzt müssen wir das Bett hier mal positionieren und dann stellen wir das dahin. Das müssen wir jetzt aufbauen. Das wäre natürlich jetzt mit Schafen, die reingerannt kommen und uns helfen, auch ein bisschen schneller. Das Bett steht, glaube ich, auch ein bisschen schief, wenn ich das so richtig sehe. Aber das ist mir egal. Wir sind eh selten hier drin. Und wenn nur zum Schlafen.
jetzt können wir uns hinlegen und können pennen. Dann überspringst du halt die Nacht, was nicht immer so klug ist, weil es halt nachts auch spezielle Pals gibt, die nur nachts spawnen. So, jetzt können wir die Tür auf- oder zumachen. Also ich lasse sie meistens offen, was den Hintergrund hat, dass die Pals dann das Gebäude betreten können. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber man kann halt auch noch nichts verschönern hier. Das geht nicht. Da kannst du nichts dran bauen. Also zumindest Halbwände habe ich noch keine gesehen. Ich würde persönlich Zaun total schön finden. Aber gut, ich kann jetzt meine Palbox verbessern, weil ich ein mieses Bett gebaut habe. Das ist eine hervorragende Sache. Das machen wir auch gleich. Und jetzt kannst du schon sehen, kriegst du die nächste Mission. Du sollst einen Futterdruck bauen und die Pal-Strohbetten. So, das mit den Pal-Strohbetten, das ist auch so eine Sache. Da hat vielleicht auch schon einer eine bessere Lösung. Ich habe keine gute Lösung. Ich brauche erstmal Holz. Das ist die nächste, gar nicht so gute Lösung. Da rennen wir erstmal los und gucken, was macht denn Hannibal da? Jetzt ist Emma. Wir holen uns erstmal hier noch ein bisschen Holz. Tada. Das erinnert ein bisschen an andere Survival-Spiele. Ressourcenmangel ist ein großes Thema. Es gibt sicherlich Leute, die da schon weiter sind und deutlich mehr gesehen haben. Und so, noch ein paar Beeren. Für einen guten Zweck. Und da müssen wir uns jetzt mal überlegen, wo wir die pennen lassen. Ich mache das jetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt nachahmungswürdig. Ich stelle die einfach hier so hin. Eins. Zwei. Drei. So, jetzt kommen beide Schafe angesprintet. Hannibal ist schon da. Oh, warte mal, wenn wir schon gerade hier bei sind, können wir ja das Menü öffnen und können Hannibal gerade mal mit 2L schreiben. Oh. Und dann passt das. Und die bauen jetzt die Betten. Man könnte natürlich jetzt mithelfen. Ja, das ist korrekt. Aber wofür habe ich die Jungs, ne? Wofür sind die da? Wenn ich denen jetzt auch noch helfe, ihren Kram aufzustellen. So, da hinten in die Ecke wird dann später das Essen kommen. Deshalb müssen wir jetzt den Futtertrog lernen. Das habe ich natürlich auch noch nicht gemacht, ist ja klar. Alles für andere wäre ja auch total sinnbefreit, wenn ich was lernen würde, was mir was bringt. Dann stellen wir den mal hier hin. Ich meine da ein Geräusch zu hören. Ich muss mal gerade gucken, wo das herkommt. Das klingt verdächtig nach einem Shiny Pal. Wir nähern uns der Sache. Ich befürchte allerdings, es wird oben sein. Und wenn ich was befürchte, dann habe ich da bestimmt auch recht mit. Das ist bestimmt da oben. Wir gehen... Oh, ich habe übrigens Hunger. Was hast du auch gehört am Magenknurren? Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo das Pal das Shiny rummacht. Das ist jetzt, ich habe das Gefühl, ich näher mich der Sache. Oh, habe ich denn schon genug Ausdauer, um so weit zu klettern? Nein, Randolph hat keine Ausdauer. Gut, wir erhöhen mal den... warte mal, ich erhöhe mal den Ausdauerwert gerade ein bisschen. Dann geht das länger. Ansonsten ist natürlich die Alternative, einfach hier diesen Felsvorsprung zu wählen. Und sich kurz auszuruhen. Ich wähle schon mal hier meine Keule an. Ich kann es tatsächlich immer noch nicht sehen. Aber ich höre es. Da oben ist eine Katze. Die ist natürlich jetzt ein bisschen stärker, wie so diese gewöhnlichen Katzen. Aber, ja. Kommst du hier runter? Oder muss ich hochkommen? Ich komme einfach hoch. Es sind natürlich auch zwei Katzen, ne? Aua. Jetzt ist hier unten. Aua, die verprügelt mich hier übelst. Das ist natürlich total gut gelaufen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie so ein Kind wie ich
von Katzen gekillt wird. Ach du Scheiße, ist das traurig. Das kann ich auch gar nicht drin lassen. Das ist so traurig. Ja, wir machen den Wiedereinstieg natürlich in unserer Box. Da oben ist mein... Da seht ihr auch gleich, wie das ist, wenn man stirbt. Also wenn man dumm stirbt halt vor allen Dingen auch. Man könnte natürlich jetzt sich so ein Pal fangen und könnte das Pal kämpfen lassen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn man sich natürlich vielleicht einen Pfeil und Bogen gebaut hätte, wäre die Sache natürlich vielleicht auch schon ein bisschen leichter, aber... Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, ganz ehrlich, dass mich das Pal killt. Jetzt muss ich natürlich erstmal nackig, wie ich bin, den Rückweg antreten, meine Leiche einsammeln. Weil ich habe ja, wie ihr sehen könnt, mein ganzes Outfit verloren. Ne? Mein ganzes Equipment liegt jetzt hier in dem Ding. Da gehen wir jetzt hin, drücken F und dann X und dann hat er alles wieder ausgerüstet. Und dann überlege ich mir kurz, ob ich nicht vorher mal einen Pfeil und Bogen baue. Bevor ich das Shiny fange. Weil fangen werde ich es auf jeden Fall. Solange es nicht respawnt. Dann hätte ich Pech gehabt. Bin ich ehrlich. Ich habe nicht genug Holz und keine Fasern. Na, das ist ja hervorragend. Diese Sache läuft ja richtig, richtig gut. Ich geh mal kurz hier rüber. Und verprügeln einen Baum. In der sagenhaften Hoffnung, dass mir das irgendwie was bringt. Baum 2. So, das hätten wir auch. Dann bauen wir uns hier so einen Bogen. Da kommt natürlich jetzt auch mein Schafmeister angelaufen. Das Problem ist, die können das halt, machen das halt nicht zu zweit. Warum kann ich ihm denn jetzt nicht helfen, weil ich die Box nicht anwählen kann, weil ich die Werkbank nicht anwählen kann? Ich habe übrigens schon zwei Sachen gebaut. Wir können wieder die nächste Verbesserungsstufe in der Pal-Kiste machen. Wir brauchen natürlich... Oh, das Schaf wollte ich nicht hochnehmen. Das tut mir leid. Oh, Kiste steht so nah dran. Ist ein Problem. So, wir machen jetzt die Maximalanzahl an Pfeilen. Das ist ja auch klar. Macht ja keinen Sinn, da jetzt hier irgendwie rumzuloschen. Mit nix. Wir helfen ihm allerdings natürlich beim Bau. Dann geht es ein bisschen schneller. Ich brauche wahrscheinlich alle Pfeile der Welt. Falls das Pal überhaupt noch existiert. Ansonsten überlege ich mir, ob ich das nicht rausschneide. Das dauert alles einen kleinen Moment. In der Regel, wie gesagt, kannst du ja deinen Pal das alleine machen lassen und gehst einfach weg. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Aber man weiß es nicht. Wir machen einfach mal. Ich kann das Shiny auch nicht mehr hören. Aber es kann jetzt auch sein, dass ich zu weit weg bin. Wobei ich das gerade von hier auch, glaube ich, gehört habe. Also es könnte auch schon verschwunden sein. So, ich habe mal 30 Pfeile. Bogen ist ausgerüstet. Ich habe 3 Sphären. Ich höre es nicht mehr, es ist weg. Ich gehe trotzdem gucken. Wäre natürlich toll gewesen, weil die sind ein bisschen besser in allem. Oh nein, das steht nicht mehr da. Jetzt haben wir da oben eine... Oh, warte mal, das ist... Beides geht interessant mit den Viechern hier. Den fangen wir trotzdem.
Den brauchen wir nämlich. Und eine Katze werden wir auch mitnehmen. Wenn ich schon das Shiny nicht kriege. Dann sammle ich wenigstens alle anderen. Ganz prima. Dann gehen wir mal kurz hier gucken, was es hier gibt. Hier war ich auch noch nicht. Ich glaube, hier bin ich seitdem noch nicht hochgeklettert. Was gibt's denn hier? Kann man hier irgendwas machen? Ist hier was Schönes? Nee, sehe ich nicht. Okay. Wir müssen dann vielleicht auf den Turm ganz drauf. Aber das machen wir dann, wenn wir vielleicht auch fliegen können. Eine Sekunde, ich muss... Ich habe auch noch keinen Gleiter. Das ist auch traurig. Bin ein bisschen langsam gerade, was das angeht. Ja. Wir gehen mal wieder hier runter. Der Shiny hat mich abgelenkt. Keine gute Ablenkung, weil ich bin ja gescheitert. Traurig. Wirklich peinlich. Hätte man besser machen können. So, jetzt machen wir erstmal die Box hier. Und jetzt geht's schon weiter. Wir brauchen den Bärengarten. Ich soll 4 Arbeiter einsetzen. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Wir gucken mal, wir haben kein Holz, wie immer. Das ist Holz und Stein und später wahrscheinlich auch andere Materialien. Grundsatzproblematik, nie was da. Da ich nicht so genau weiß, was man hier am besten skillt, gehe ich mal auf Tragekapazität, weil das finde ich schön. Jetzt ist mein Inventar so ratzefatze voll. Und dann werden wir mal hier so ein bisschen Holz hacken. Das werden wir mal machen. Wir brauchen jetzt ein Lagerfeuer, wir brauchen einen Bärengarten. Ich kann übrigens sagen, für den Bärengarten müssen wir dann auch nochmal losziehen. Das ist auch nicht so einfach. Also kann sie hinstellen, klar. Aber da kommen wir dann zu. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Holz eingesammelt, das ist ganz fantastisch. Ich überlege, ob ich auch gleich ein bisschen Stein mitnehme. Ich schon mal hier stehe. Bisschen Platz im Inventar ist ja noch. Machen wir ein bisschen Hut und dann gehen wir mal nach Hause. Und zwar muss ich jetzt erstmal lernen den Bärengarten. Glaube ich. Habe ich den schon? Nein, Bärengarten. Den lernen wir direkt mal. Jetzt kriegst du natürlich hier auch schon die Viehfarm und den einfachen Gleiter. Ich baue erstmal den Gleiter. Vielleicht wäre auch der Speer gut gewesen. Ich weiß nicht. Den hatte ich auch noch nie tatsächlich. Ich lerne das alles mal. Kann ja alles nicht schaden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das von den Punkten am Ende reicht. Keine Ahnung. Um alles zu können. Ist bestimmt wieder nicht drin. Wir können jetzt hier erstmal ein Lagerfeuer aufstellen. Das Lagerfeuer, das stellen wir mal hier so hin. Jetzt kommen gleich meine Schafe, unsere Schaffreunde und bauen das. Zacki zack. Ich zeige euch ja gleich, wie das aussieht, wenn man was baut und die Schafe helfen einem nicht. Die freuen sich jetzt. So, jetzt gehen wir mit dem Bärengarten, gehen wir nämlich jetzt hier hinten hin. In die Richtung so, da in die Nähe des Trogs, dann ist der Weg nicht so weit. Und stellen das Ganze hier ans Ende. So, jetzt stellen wir den hin und jetzt würde das bei mir 30 Sekunden dauern. Und jetzt sind wir bei 28,2 und jetzt warten wir mal, bis die Schafe kommen. Bum, 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 bum. Das dauert einen kleinen Moment, bis die zwei Wichtel angehumpelt kommen. So, jetzt dauert das Ganze, wenn ich denen helfe, nur noch 10 Sekunden. Nur, dass das mal klar ist, wie sinnvoll das ist, seine Pals helfen zu lassen bei den Aktivitäten, die man hier so durchzieht. Oh, jetzt haben wir einen Bärengarten. Das bringt uns jetzt alles erstmal noch gar nichts. Wir gehen jetzt erstmal hier drüben noch ein bisschen Palladium holen. Ich nenne das übrigens immer Palladium, also wundert euch nicht, wenn das irgendwann dazu kommen sollte. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich mache es halt so. Würde er vorschlagen, man lebt mit. Man kann sich natürlich auch drüber aufregen in den Kommentaren, ist auch okay. Das bleibt für mich immer Palladium. Punkt.
Jetzt sind wir hier, da haben wir dann auch schon mal zwei Vorkommen abgebaut. Das ist ganz gut. Da gibt es die Feuerdinger, da werden wir auch gleich noch zu kommen. Hier liegt auch noch so ein Einzelner rum. Den Vogel hätte ich übrigens auch ziemlich gerne, aber naja, alles mit der Zeit. Jetzt ist es natürlich so, jetzt können wir gleich unsere Box verbessern, wenn wir die zwei Pals noch angestellt haben. Und da ist jetzt der Punkt, wir haben jetzt hier einen Bärengarten. Jetzt kannst du natürlich bei dem Bärengarten hingehen und kannst das Ganze alles manuell machen, indem du jetzt hier aussehst einfach, ne, mit F. Dann stehst du hier aber ziemlich lange und schmeißt Samen ins Feld, wie man sehen kann. Das Ganze geht dann auch nochmal fürs Bewässern und fürs Sammeln und für alles eigentlich.